Wir, die Mitglieder einer österreichischen Delegation, sind individuell in Thailand angekommen. In der Provinz Nakhon Sawan treffen wir uns zum gegenseitigen Kennenlernen. Uns steht eine einwöchige, sehr spannende Arbeitstour gemeinsam mit hochrangigen Vertretern des thailändischen Bildungssystems bevor. Willkommen zum Country Lake Resort. Das am Land hier ca. 20 Hektar Land. Und wir haben verschiedene Tiere, mehr als 55. Der Besitzer der Country Lake Nature Lodge, Vivat, beherbergt nicht nur Gäste, sondern betreibt erfolgreich eine beispielgebende Bierfarm. Komm mal, ja, genau das. Das ist schon. Genau, das ist schon. Ja, das ist klar. Genau, aufgepasst. Ja. Die Bootsfahrt und das köstliche thailändische Essen auf dem Sakae Krang River sind ein Erlebnis der besonderen Art. Rund 95% der thailändischen Bevölkerung bekennt sich zur buddhistischen Religion. Viele tausend reich geschmückte Tempel legen Zeugnis über deren Frömmigkeit ab, die der Lebensphilosophie des Begründers Siddhartha Gautama folgt. Wat Tha Sung ist ein Beispiel davon. Thailand wird seit 1782 von Königen der Chakri-Dynastie regiert. König Bhumibol und Königin Sirikit prägten das Land von 1946 bis 2016. Ihnen folgten König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida auf den Thron. Unsere Delegation aus Österreich folgt einer Einladung von Fachschulen der nordöstlichen Region Thailands, dem ISAN. Ziel des Meetings mit ihren Vertretern ist es, Möglichkeiten für einen zwischenstaatlichen Studentenaustausch im Agrarbereich auszuloten und hierfür die nötigen Grundlagen zu entwickeln. Khun Narong Pe Polsong, Generalsekretär der Kommission für Berufsausbildung, leitet die erste Sitzung der thailändisch-österreichischen Arbeitsgruppe. I was selected by the ambassador of the Kingdom of Thailand 4 years ago. Jürgen Piffer, königlich thailändischer Honorarkonsul in Vorarlberg, ist einer der Organisatoren der österreichischen Delegation. After 1 year preparation, now we are here. I'm really very proud that it's possible. Thank you very much for invitation and I'm looking forward to a very interesting week. I'm quite lucky that I got a chance to be in Innsbruck for 4 years. Dr. Royol Chitradon ist Initiator dieses Events. In den 1980er Jahren studierte er an der Universität Innsbruck. Seine Beobachtungen, wie in Österreich die Agrarwirtschaft gestaltet ist und die Natur geschützt wird, waren prägend für seine berufliche Laufbahn.
Durch den angestrebten Studentenaustausch soll es jungen Menschen ermöglicht werden, ähnlich lebensbedeutsame interkulturelle Erfahrungen machen zu können. Die zweite Arbeitssitzung findet unter Leitung von Frau Kunjing Kalayasopon-Panit statt. Sie ist die stellvertretende Bildungsministerin von Thailand. It should be a meeting that win-win for everybody today. I won't go into details what we're going to talk about agreement or draft agreement today, but I certainly hope that we're going to come to an agreement that we should be able to work together. Die Mitorganisatorin der österreichischen Delegation, Katrin Jindra Geisler, überreicht Kun Ying Kalaya Sopon Panit ein Geschenk. Dr. Royol Chitradon ist ehemaliger Direktor des Hydro and Agro Informatics Institute in Bangkok. Hier werden wichtige Daten für die Wasser- und Agrarwirtschaft zum Wetter, Klima bis hin zum Schutz der Umwelt gesammelt und zur Entwicklung von landesweiten Projekten genutzt. Basically, Thailand has a non-irrigated area of over 200,000 square kilometers, or 80% of the country. So this is the concept that they draw by themselves. Is that so? They divide the area into three parts. Ab der Stadt Khon Kaen wird unsere Delegation auf allen Fahrten im Isan und zuletzt bis nach Bangkok von der Polizei eskortiert. So wie bereits in Bangkok wird unserer Delegation auch in Maha Sarakam ein höchst freundschaftlicher Empfang bereitet. Im College finden intensive Arbeitsgespräche zur Klärung von wichtigen Erfordernissen für das angestrebte Studentenaustauschprojekt statt. Die Unterzeichnung des MOU, Memorandum of Understanding, nimmt der Rektor für den Northeastern Vocational Institute of Agriculture, Herr Pornarong Forasil, vor. Von österreichischer Seite setzt die Mitorganisatorin dieser Delegationsreise und Direktor-Stellvertreterin der Vorarlberger Landwirtschaftskammer, Christina Rusch, diesen Akt. Der Austausch von Geschenken gehört zur thailändischen Tradition. Überall erhalten wir vielfältige Zeichen der gastfreundschaftlichen Verbundenheit. Gruppenbilder und die durchgängig ausgezeichnete kulinarische Verköstigung unterstreichen die entgegengebrachte Wertschätzung. Interessante, lehrreiche Besichtigungen wechseln mit kulturellen Darbietungen und interaktiven Programmpunkten ab. Der Regierungschef der Provinz Maha Sarakam erweist uns die Ehre und heißt unsere Delegation willkommen. In der Provinz Buriram steht der Besuch des Historical Parks Phanom Rung auf dem Programm. Es handelt sich um einen Tempelbezirk der Khmer, der zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert auf einem erloschenen Vulkan errichtet wurde.
In der Tempelanlage fallen die zahlreich vorhandenen feinen Steinmetzarbeiten ins Auge. Sie gelten als historische Kunstwerke und legen religionsgeschichtliche Zeugnisse ab. One more. One, two. Diese Farm betreibt den Anbau von Pflanzen und eine Abfüllanlage für Mineralwasser. Nach dem Besuch der Farm klingt der Tag mit einem gemütlichen Abendessen und frohgelaunten Karaoke-Sängern aus. Das College of Agriculture and Technology von Buriram überrascht uns mit einem weiteren ergreifenden Empfang. Stehen beim Einzug zuerst Schülerinnen und Schüler Spalier, bekommen wir dann fernab unserer Heimat die österreichische Bundeshymne feierlich dargeboten. Für die thailändische Bevölkerung ist das andachtsvolle Hören ihrer Landeshymne ein tägliches Ritual und für uns eine Ehre, daran teilnehmen zu dürfen. 150 years ago, His Majesty King Chulalongkorn visited Vienna. Die Präsidentin der österreichisch-thailändischen Gesellschaft, Katrin Jindra-Geisler, erwähnt in ihrer Dankesrede, dass König Chulalongkorn und Kaiser Franz Josef vor 150 Jahren einen Freundschaftsvertrag geschlossen haben. Die Performance dieser beiden Tänzerinnen lehnt sich an die jährlich stattfindende Parade des Khao Phanom Rung an. Sie dient der Pflege der traditionellen Khmer-Kultur und als touristische Attraktion. Die Führung durch die Wohnanlagen der Studenten und die technischen Lehrwerkstätten vermittelt unserer Delegation einen tieferen Einblick in diese Bildungseinrichtung. Die Besichtigung der Molkereianlage erfolgt unter strengen Regeln der Hygiene. Hello.
In der Provinz Surin wartet eine weitere Attraktion, das berühmte Elefantendorf Bantaklang. Früher wurden diese kräftigen Dickhäuter in Thailand für schwere Arbeiten eingesetzt. Um das Überleben dieser ehemaligen Arbeitselefanten zu sichern, stellen sie hier in Shows ihre Intelligenz und Geschicklichkeit unter Beweis und geben Besuchern die Möglichkeit des hautnahen Kontakts, was in freier Wildbahn nie möglich wäre. In Thailand gibt es zahlreiche Naturschutzgebiete, in denen Elefanten in freier Wildbahn beheimatet sind. Von Naturliebhabern können sie dort in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden. I hope you enjoyed watching the elephant drawing. Thank you. Now it's 3 years old, Auf der Fahrt Richtung Bangkok macht unsere Delegation in der Provinz Nakhon Ratchasima einen kurzen Zwischenstopp auf einer weiteren Farm. Die Wagen unserer Polizeieskorte geleiten uns nicht nur sicher, sondern streckenweise mit Blaulicht und Folgetonhorn auch zügig durch staureiche Abschnitte bis in die thailändische Hauptstadt. Anlässlich des Nationalfeiertags sind wir in Bangkok zusammen mit unseren thailändischen Freunden geladene Gäste der österreichischen Botschaft. Die Botschafterin Dr. Eva Hager begrüßt alle Ankömmlinge persönlich. In ihrer Festrede erinnert Botschafterin Dr. Hager an den Freundschaftsvertrag, der vor 150 Jahren zwischen dem thailändischen König Chulalongkorn und Kaiser Franz Josef abgeschlossen worden war. Beispiele der weiteren Kontaktpflege sind die Begegnungen zwischen Prinzessin Pacharakitiaba mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer sowie jene von König Bumibol. Zu den geladenen Gästen dieser Feierlichkeit gehört auch die stellvertretende Bildungsministerin Konjeng Kalaya Sopon Panit. Die Führung in der Anlage des Königspalastes bildet den Abschluss unseres Besichtigungsprogramms. Erbaut wurde der Palast im Jahr 1782 und diente für die weiteren 150 Jahre als königliche Residenz. Die schmuckvollen Bauwerke, die goldverzierten Pagoden, der Tempel des Smaragd-Buddhas locken täglich riesige Menschenmassen in dieses geschichtsträchtige Gelände. Und
Unsere einwöchige Delegationsreise endet mit einem Farewell-Dinner auf dem Chao Phraya River. Unseren Gastgebern sind wir dankbar für das reichhaltige Programm und die ausgezeichnete Zusammenarbeit. In uns allen hinterlassen sie unvergessliche Eindrücke. Gemeinsam blicken wir in die Zukunft, um Studenten unserer beiden Länder den angestrebten Bildungs- und Kulturaustausch zu ermöglichen.